Ich bin Koch geworden und kein Schlagzeuger, aus gutem Grunde. Hands out of the box. Ich bin gespannt, ihr auch? Einmal anheben. Aha. Oh, da ist das Lieblingsgemüse drin. Schön Öl, Essig, Rapsöl, toll. Frisch gebacken, gutes Brot. Und hier kommt's. Rote Beete, schon gekocht. Interessant. Dill, geräucherte Forelle, Quark, Meerrettich, Frühlingszwiebel. Ja, muss ich doch gar nicht lange überlegen. Da machen wir doch eine Rote-Bete-Salat mit geräucherter Forelle und knusprigem Brot. Einverstanden? Okay, mit dem Brot geht's los. Nehme ich jetzt eine schöne Scheibe und diese schöne Scheibe mit dem besten Öl der Welt, Rapsöl. Ich meine, viel gesünder geht's nicht, gell? Ohne Spaß, viel gesünder geht es nicht und kulinarisch ist also ein Rapskernöl auch ganz weit vorne, goldgelb fließend. Bisschen Salz dazu und jetzt lassen wir die schöne Brotscheibe ein bisschen anrösten. Okay, ich würde gerne ein Dressing rühren. Schön. Obstessig, Apfelessig, ein Teil Essig, zwei Teile Öl und wieder von diesem Rapskernöl. Ihr müsst das probieren. Das ist sowas von fein, sowas von gut. Zum Braten geeignet und eben für so eine schöne Marinade. Dazu kommt Meerrettich. Zack. Zack. Liebe Leute, nicht immer nur Koriander, ja? Der Dill nicht vergessen, finde ich toll. Frischer Dill ist kulinarisch ganz was Feines. So. Der kommt noch hier rein. Okay. Zack. Das Brot röstet. Das Dressing ist fertig. Die Forellen sind ausgepackt. Und jetzt rote Beete. Zieht Handschuhe an. Einmal, zweimal. Schön in Würfel teilen. Okay, dann einmal zum Brot. Das braucht so ein bisschen Farbe. Okay. So ist schön. Dann haben meine lieben Kollegen ja mir Lauchzwiebel oder Frühlingszwiebel eingepackt. Die kommen auch noch dazu. Das sind die Zutaten zum kulinarischen Glück. Das Brot hier, goldgelb und knusprig, in die Mitte auf einen Teller geben und dann habe ich hier noch einen schönen Quark. Toll, ganzheitlich, schmecken, gesund, Qualität, Allgäu. Das sind Attribute, die gehören zusammen. Boah, cremig, cremig, da muss man gar nichts großartig anstellen. Toll, so schaut es schön aus. Dann ein bisschen was von der Räucherforelle hier drauf. Und obendrauf die rote Beetewürfel. And last but not least, Achtung! So, Abschluss. Frühlingszwiebel, Lauchzwiebel. Allgäu, wir kommen. Qualität, sauguter Geschmack, einfache Zutaten, einfache Zubereitung. Hands out of the box. Nachkochen. Guten Appetit.